Es ist mal wieder Mittwoch, werte Freunde, während mir gerade die Biene hier so ein bisschen umherschwirrt. Es ist mal wieder höchste Zeit für einen brandneuen Minecraft 1.19 Snapshot für die Java Edition von Minecraft. Es ist auch eine neue Beta erschienen für die Bedrock Edition, die gucken wir uns morgen an. Bei der Snapshot muss ich sagen, der fügt heute etwas hinzu, worauf ich mich sehr gefreut habe, zum einen. Aber auch eine Sache, mit der ich absolut nicht gerechnet habe, wie viele von euch wahrscheinlich auch nicht. Wir haben neue Items dabei, ihr seht schon in meinen Händen, halten wir zwei neue Items, die wir uns gleich genauer anschauen werden. Es ist ein Kompass, der sehr interessant ist und auch in direkter Verbindung mit dem Tod steht und auch mit den Ancient Cities. Das schon mal als kleine Info vorab. Alles gucken wir uns jetzt gemeinsam an, deswegen dranbleiben lohnt sich heute doppelt. Abonniert noch gerne den Kanal, dann verpasst ihr auch keine weiteren Minecraft-News mehr und wir haben bald schon zusammen die 300.000 Abos geknackt. Kommentiert unbedingt eure Meinung, was haltet ihr von diesen neuen Items, von dem Mangrovensumpfium etc. und gerne noch den Like-Button zerstören, das würde mich heute besonders freuen. Vielen Dank. Okay, Freunde, ich muss gestehen, ich habe gerade nicht das beste Mangrovensumpfium gefunden, aber das war tatsächlich das allererste, was ich gefunden habe. Es ist einfach ein Mangroven-Mikro-Sumpfbiom mitten in einer Wüste. Ich habe keine Ahnung, wie das hier generiert wurde. Das ist total weird, aber man kann sehen, dass Mangroven-Sumpfbiom ist auf jeden Fall am Start. Ja, die Besonderheiten haben wir schon des Öfteren besprochen, sind natürlich die wunderschönen, riesigen, muss ich sagen, Mangrovenbäume, die den verschiedensten Wurzeln dann auch eigentlich ins Wasser wachsen. Ne? Das haben wir jetzt hier in der Wüste tatsächlich nicht. Aber die wachsen natürlich auch ins Wasser rein, weil die auch waterloggable sind, wie die ganzen Leaks mittlerweile ja auch. Unten am Boden ist noch ganz viel Matsch, wo man auch so ein bisschen einsinkt, wenn man auf meine Füße schaut. Aber man wird nicht langsamer in irgendeiner Form. Aber die ganzen Roots, die ganzen Leaves oder die Blöcke, die Holzart an sich, wie auch den Matsch, den haben wir uns schon in einem vorherigen Snapshot genauer angeguckt. Ich werde es euch oben mit der Infokarte mal verlinken. Aber es ist jetzt auch das ganze Sumpfbiom mit am Start. Ist natürlich logischerweise ein warmes Biom. Dementsprechend werden hier dann die Frösche spawnen, die bräunlicher sind oder orangelastiger sind von der Texturfarbe her. Und es sieht mega aus. Man sieht auch hier, ihr könnt auch die ein oder anderen Bienen spawnen. Da gibt es auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Mangrovenbaum mit einem Bienennest spawnt. Finde ich sehr schön. Finde ich wirklich wundervoll. Was zum Teufel? Was passiert hier gerade? Ich glaube, gerade ein Creeper. Hört ihr das? Ach, guck mal, der Enderman hat hier einen Block geklaut. Und dann wurde der Creeper verschüttet. Ja, moin, Meister, was für ein Attentat. Im letzten Snapshot oder am davorigen Snapshot, wo der ganze Stuff vom Mangrovenbiom dazu gekommen ist, hatten wir natürlich auch schon die Fähigkeit, Erdeblöcke mit Hilfe einer Wasserflasche in Matschblöcke zu verwandeln. Ich höre mal gerade auf den Soundeffekt. Okay. Okay. Das hört sich noch ein bisschen weird an, muss ich sagen. Wie ist denn allgemein der Soundeffekt? Boah, der hört sich richtig nass und feucht an, wie so ein Matschblock auch sounden, vor allem sich anhören sollte. Aber wir haben jetzt auch die Fähigkeit, dass wir Clay sozusagen erneuern können. Das heißt, wenn wir ab sofort Matsch oberhalb eines Dripstone, nicht Blocke, sondern Dripstone, allgemein von Dripstone, von einer Stalaktite, glaube ich, platzieren, dann wird das Wasser abgesaugt und nach einiger Zeit wird sich dann dieser Matschblock in Clay verwandeln, also in Lehm. Dementsprechend können wir dann auch Lehmblöcke mit Hilfe von Matsch farmen und die Matschblöcke sieht man schon, die kriegt man im Übermaß. Ansonsten kann man sie ja auch noch selber produzieren. Das heißt, du kannst dir zuerst Matsch herstellen und aus diesem Matsch dann Clay. Und das ist einfach der absolute Wahnsinn. Wir warten mal ganz kurz ab. Okay, ich habe gerade den Tick-Speed erhöht, aber man hat es noch gesehen. Der Clay, beziehungsweise der Matschblock hat sich in Clay verwandelt. Finde ich sehr cool. Okay, Freunde, jetzt wird es richtig spannend und absolut unerwartet, dass Minecraft sowas doch tatsächlich noch hinzufügt. Wir haben nicht nur neue Scherben dazu bekommen, die sogenannten Eco-Scherben oder Echo-Scherben dann im Deutschen, würde ich es mal behaupten. Und auch dementsprechend daraus dann resultierend einen neuen Kompass, den man mit Hilfe eines normalen Kompasses und dann halt diesen neuen Scherben craften kann. Es ist natürlich die Frage, was macht der Kompass? Das klären wir sofort. Wir müssen erstmal einen Skyshrieker auslösen. Ist ja ganz klar. Okay, ich habe mal gerade lieber auf Peaceful gemacht, weil ich jetzt nicht den Warden beschwören möchte. Aber es dreht sich halt um Folgendes. Wir können jetzt ab sofort in den Ancient Cities einen ganz besonderen Loot finden. Und das sind diese sogenannten Echo Shards. Wir öffnen mal. Ah, da haben wir sie doch schon. Das geht noch relativ schnell. Und auch noch. Ja, moin, Meister. Efficiency und Mending. Kann man auf jeden Fall mal machen. Sogar Efficiency 5. Interessanter sind diese Scherben hier, diese Echo Shards. Das ist jetzt sozusagen der besondere Loot, den es halt wirklich nur hier unten gibt. Man sieht schon, man findet sie teilweise dann in den Truhen unten in den Ancient Cities. Ist auch der einzige Ort, wo man sie finden kann. Finde ich sehr interessant, den Namen Echo.
bin mal sehr gespannt, also ob man sie wirklich nur in den Thron finden kann oder ob das wieder ein Hinweis ist für eine andere Dimension oder sonst irgendwas. Will ich jetzt aber nicht zu viel hineininterpretieren und hier haben wir noch mehr und das reicht praktisch schon für das Crafting Recipe für den neuen Kompass. Kombiniert man nämlich einen normalen Kompass mit 8 von diesen Echo Shards, erhalten wir einen sogenannten Recovery Kompass und ich glaube, wer jetzt ein bisschen Englisch kann, der kann sich schon denken, was dieser Kompass hier macht. Recovery heißt ja eigentlich Erholung, ich will mal Wiederbelebung, Erholung eher. Und dieser Kompass zeigt auf deinen Todespunkt. Jetzt ist es so, man stirbt ja manchmal in Minecraft, das kommt schon mal vor, aber auch in den Ancient Cities unter anderem. Und wenn du hier stirbst, ohne zu wissen, welche Koordinaten du in irgendeiner Form gerade hast, beziehungsweise wo genau du dich in der Welt befindest, kannst du mit Hilfe dieses Kompasses hier, du kannst deinen Ort feststellen, wo du halt legit einfach gestorben bist. Das kann hier und da sehr praktisch sein, geht aber nur, soweit ich das jetzt gerade im Changelog nochmal lese, nicht, wenn du in einer anderen Dimension gestorben bist. Das funktioniert natürlich nicht, dann wird er komplett durchdrehen, random, wie er das gerade wahrscheinlich schon macht, sondern wirklich nur, wenn du in der Overworld gestorben bist und ihn dann auch in der Overworld benutzt, dann funktioniert der nur. Wir können das ja einfach mal testen. Wir setzen unseren Spawnpoint jetzt einfach mal nach hier. So, das hätten wir. Und dann gehen wir mal nach hier hinten. Und warte, wir droppen am besten hier noch irgendwo den Kompass hin. Zack. Und dann killen wir uns mal. So, wir sind nämlich hier hinten gestorben. Und da zeigt der Kompass jetzt auch hin. Das heißt, wir können so immer unseren Ort feststellen, wo wir gestorben sind. Und dann können wir dann da unseren Loot einsammeln, was natürlich hier und da schon mal praktisch ist. Weil ich bin auch so ein Mensch, ich muss zugeben, wenn ich jetzt irgendwie in Gefahr bin, mache ich nicht F3 auf und gucke dann, welche Koordinaten in irgendeiner Form da oben stehen. Das kann dann in diesem Falle sehr praktisch werden. Ähnlich wie der Respawn Anchor für den Nether, dass du immer finden kannst, wo der steht. Im Nether halt hast du das jetzt auch in der Overworld mit Hilfe des wunderschönen Recovery Kompasses. Finde ich sehr cool. Auch das Design sieht natürlich wieder sehr anti-Vanilla aus, wenn es das Wort überhaupt gibt oder diese beiden Wörter. Sieht eher aus wie eine Mod, aber ich finde das Design sehr cool. Passt zum Deep Dark, passt zum Skulk, muss man sagen. Was sagt ihr zum neuen Kompass? Bitte, bitte eure Meinung ohne Gnade in die Kommentare schreiben. Auch noch eine Änderung zum Warden selber. Der ist jetzt ab sofort pisst oder aggressiv auf jegliche Mobs. Also er rastet jetzt nicht nur bei Spielern aus, sondern halt auch bei allen Mobs, die er in irgendeiner Form detekten kann. Jetzt in diesem Fall der Zombie, jetzt rastet er komplett aus. Jetzt guckt euch das Speedlimit an von diesem Typen. Let's go. Da oben bist du nicht sicher, mein Freund. Holy damn. Dann verbreitet sich nur der Skulk. Freunde, es kommt mir vor wie eine Mod, aber es ist einfach Vanilla Minecraft. Es ist absolut crazy. Aber in der Bedrock-Beta wurde auch noch sehr, sehr viel vom Warden geändert. Das gucken wir uns morgen an. Dementsprechend auf jeden Fall einschalten. Nicht vergessen, wenn wir uns die Beta anschauen, da gibt es neue Sounds für den Warden, neue Skulk-Sensor-Effekte so rum und sowas halt in die Richtung crazy. Absolut crazy. Ich gucke jetzt gerade nochmal ein wenig in die Truhen rein, ob sich noch was großartig am Loot getan hat. Aber ich bezweifle das einfach mal, abgesehen jetzt von den neuen Shards. Also das sind jetzt nicht Amethystscherben. Aber Swift Sneak ist ja auch wieder am Start. Der Loot ist eigentlich in Ordnung jetzt. Also wenn man jetzt mal überlegt, jetzt hast du hier dann natürlich auch den Unique Loot. Das heißt den einzigartigen Loot in den Cities, den du halt nur hier finden kannst, offenkundig. Mal, by the way, wo ist denn eigentlich... Ah, hier. Ah ja. Moin. Geht's dir gut? Stadt City ist auf jeden Fall komplett gebroken. Warte mal, lass mal gerade gucken, ob sich was am Raum getan hat. Das bezweifle ich aber jetzt mal. In diesem Falle, doch, hier ist was passiert. Ey, sie haben es gefixt. Es gab ja anscheinend wirklich Probleme mit irgendwelchen Sachen. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen die Tür. Hey, ist jetzt natürlich alles komplett durcheinander. Aber eigentlich war hier... Jetzt ist sie auf. Ah ja. Aber ich glaube, das wird jetzt gerade ein bisschen schwieriger. Obwohl doch, funktioniert, cool. Und die Karotte muss man auch tatsächlich dann da oben essen, damit der Skulk-Sensor hier ausgelöst wird. Aber ich habe da im letzten Video was aus dem Ofen rausgenommen, den sie entfernt haben sich gerade. Cool. Die haben das hier alles ein bisschen anders gemacht. Ein bisschen gefixt, damit es auch jetzt öfter funktioniert. Und hier haben wir dann wieder den Timer. Hier haben wir immer noch das. Hier haben wir immer noch das. Hier sind jetzt auch Sachen, sehe ich gerade. Aha. Obwohl, nein, hier waren auch vorher schon Sachen. Aber hier waren noch keine Sachen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hier ist aber immer noch alles leer. Aber sie haben so ein bisschen dran rumgeschraubt. Kann aber auch sein, dass das vorher schon so drin war, weil es gibt ja etliche verschiedene Varianten, aber für mich ist es gerade neu. Absolut crazy, Freunde, was heute wieder im Snapshot dazugekommen ist. Was ist eure Meinung? Schreibt die unbedingt mal in die Kommentare. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen ransetzen und so ein bisschen Forschungsarbeit leisten. Vielleicht entdecke ich noch die ein oder anderen Sachen, aber werde dann natürlich auch die Beta unter die Lupe nehmen, wessen Video ihr dann morgen sehen wird. Bis dahin auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, fantastischen Resttag noch und bis zum nächsten Mal, Freunde.